Also, ihr habt die Hand doch auch gesehen, oder? Das ist ein Buch des Volkskundlers Keiji Watarai. Die Dämmerung des Hikabi-Bergs, das Beben. Vielleicht kann ich hier einen Hinweis finden. Der Name des Hikami-Bergs soll Berg, der höher als die Sonne steigt, bedeuten. Manche behaupten, dass die frühere Schreibweise eine andere Konnotation hatte, nämlich Berg der Sonnengötter. Ich kann mir dessen jedoch. frühe Schreibweise einer Berg der Sonnengötter. Ich kann mir dessen jedoch nicht sicher sein. Was aber feststeht, ist die Existenz unzähliger Geschichten über die Dämmerung. Ja, genau, musste prügeln. Dann kommen sie auch nicht mehr. Mal schauen, vielleicht spiele ich ja auch DBD und Freitag der 13. meinem Stream diese Woche würde sich eigentlich anbieten. Aber nur für den Fall, dass wir zum Beispiel Project Zero jetzt durchkriegen oder so. Aber vielleicht auch so mal. Am Wochenende vielleicht. Dies stammt wahrscheinlich von einer örtlichen Zeremonie. Bei der Pilger ihre Reise in den Tod während des Sonnenuntergangs antraten. Man glaubte nämlich, dass zu dem Zeitpunkt das Jenseits seine Tore öffnen würde. Während des Sonnenuntergangs sollst du nicht den Berg blicken. Erklingt der Schrei des Berges, so verlasse dein Zuhause nicht. Die dunkle Sonne wurde als Gott des Unheils gefürchtet. Die untergehende Sonne wurde, als oben dieser dunklen Sonne fiel, zum Verhängnis. Erschütterung. Dann wurden in Zusammenhang mit dem Schrei ebenfalls oft als Vorzeichen des Unheils angesehen. Auf dem Hikami-Berg glaubte man, dass das Wasser diese Beben auslöste und dass man eine Priesterin werden könnte, wenn man es hört. Andere sagen zufolge, wuschen sich Einwohner während dieser Ereignisse in speziellem Wasser. Ja. Ich sollte nach, ach ja, nur um sicher zu sein. Sie scheint einen Albtraum zu haben, aber sonst scheint es ihr gut zu gehen. Ach, und dass hier unsere andere Madame unterwegs war, das juckt den nicht, oder wie? Na gut, vielleicht musste sie ja mal aufstehen. Ich gehe hier trotzdem mal durch. Für alle Fälle. Wieso ist der Fernseher an? Oh. Oh. Das Zimmer von Mio ist ja gleich hier um die Ecke. Auf dem Bildschirm ist eine Störung zu erkennen. Ich schalte ihn besser aus. Na, Madame, wo kommst du denn her? Oh Gott, ist das ekelhaft.
Mann! Was? Ich bin schuld? Warum? So, kann man sich diese Dinger denn trotzdem noch angucken? Fotos. Ich frage mich, ob man die irgendwo Filmsequenzen. Scheinbar kann man sich die Todesszenen nicht nochmal anschauen oder so. Wo will er hin? Wir haben Besuch. Ich glaube, ich entferne mal den Besuch. Entschuldigen Sie? Ja, furchtbar, diese Besucher immer hier, sag mal. Was fällt denen ein? So, da ist jetzt Ruhe. Wo war das? Oh Gott! Wir müssen zu Juri. Warte! Wo zum... Rui muss aufgewacht sein. Boah! Geisterparty in Juris Zimmer. Ach ja, ist das schön. Ah, ich liebe dieses Kapitel jetzt schon. Rui? Was willst du bei Juri?
Louis. Was? Was? Was mache ich denn hier? Guck mal, wo ich bin, im Watarei-Anwesen. Was? Ich war doch... Ein Mann, der geschleift wird. Oh, guck mal da. Oh, wie schön. Irgendwas hat ihn. Irgendwas sagt mir, dass ich hier nicht unbedingt sein will. Der alte Fernseher ist eingeschaltet. Auf dem alten Bildschirm ist ein Rauschen zu sehen. Ich kann darauf nichts erkennen. Oh, guckt mal da, Klingeling. Genau! Mutter. Ruhis Notizen sind auf den Boden gefallen. Was könnte das bloß bedeuten? Herr Hojo ist von der Frau im Foto fasziniert. Er konnte noch nie genug. Er konnte noch nie genug von Frauen bekommen, genau. Noch nie gut mit Frauen umgehen. Es scheint er sich jedoch. Jetzt scheint er sich jedoch zu verändern und ich kann nichts dagegen unternehmen. Ich möchte, dass sich zwischen uns nichts verändert. Die Beziehung, die wir jetzt haben. Ich mag die Doppeldeutigkeit. Er muss sich bald entscheiden. Ich frage mich, wie. Oh. Rui hat Interesse an unseren kleinen Hojo hier. So wie es aussieht. Oh, hier wurde jemand reingeschleift. Lässt sich nicht öffnen, okay. Es ist nur ein Traum. Na toll, jetzt bekomme ich schon wieder eine neue Idee für einen neuen Sound. Die Bücherregale sind voller alter Schriftstücke und winziger Schachteln. Die Schrift auf dem Buchrücken ist kaum noch erkennbar, aber anscheinend handeln sie von unergründlichen Wald und dem Schrein der Puppen. Ist bestimmt zu? Ja. Es ist nur ein Traum. Wachen wir jetzt wieder auf? Ah, wir wachen tatsächlich auf. Das ist die von der... Jetzt keiner der Mädels mehr da, weil er eingeschlafen ist, der Drecksack.
Warum schläfst du? Ist das dein Ernst? Juri, sah weg! Mio macht sich selbstständig. Spielen wir jetzt Mew? Die hat nämlich eine Kamera. Und ich glaube, sie hat Yuris Kamera. Das heißt, alle Upgrades von Yuri hat sie jetzt. Könnte ich mir vorstellen. Ja, wir dürfen sogar einen anderen Charakter spielen als... Das Spiel wird immer besser. Aber Teil 2 ist trotzdem mein Favorit noch. Mit den zwei Schwestern. Das war so gut. Schon allein das Ende, was ich erreicht habe, das war schon krass. Ren fällt in einen Tiefschlaf, nachdem er die schlafende Yuri und Mio über seine Überwachungskameras im Auge behalten hat. In seinem Traum läuft er Rui hinterher. Als er wieder erwacht, stellt er fest, dass sowohl Yuri als auch Rui verschwunden sind. Er bemerkt, dass Mio sich gerade fertig macht, um bald mit Yuris Kamera Obscura auf dem Hikami-Berg aufzubrechen. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, ist Ren sichtlich verwirrt. Ja, wir dürfen hier mal anderen spielen. Schon allein das macht dieses Spiel so gut. Teil 1 hat mir ja, wie gesagt, gar nicht gefallen. Also, die Geister wurden irgendwann nervig. Also es war auf jeden Fall gut, aber es war halt der erste Teil da. Wenn ich an das erste Resident Evil denke. Oh mein Gott. Es war ja auch nicht gut. Aber es hatte seinen Charme. Genauso wie das erste Project Zero, aber es ist mittlerweile zu alt. Während der zweite Teil heutzutage sogar noch richtig gut spielbar ist. Aber ich muss jetzt erstmal auf Toilette.